Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und... Aua! Und ja, ich wollte euch einfach nur wissen lassen, dass diese Woche alles etwas näher steht. Simon ist schon ausgezogen und jetzt rücken wir halt nach und morgen kommt der Entrümpler. Deswegen habe ich gerade noch so schnell so ein Video gemacht, weil wir auch gleich aufnehmen müssen und so. Deswegen kann ich nicht die ganze Zeit Videos machen oder regelmäßig. Ich werde es euch immer ankündigen. Deswegen habe ich jetzt auch so einen kleinen Vlog aufgenommen. Meine Legra, denn meine Legra ist leer und Simon hat natürlich alles an Kabel mitgenommen, was es geht. Deswegen habe ich das Legra-Ladekabel leider gerade nicht zur Hand. Das hat er mitgenommen und die anderen haben leider auch keins gerade zur Hand, weil sie alle schon die Umzugskartons, also Revi schon die Umzugskartons fertig hat. Und so langsam geht's hier richtig los. Es gibt halt noch viel zu machen. Morgen kommt der Entrümpler, der dann die restlichen Sachen wegnimmt, die kaputt sind, sprich Schränke, Betten und die wir nicht mehr benutzen. Und auf jeden Fall, dann kommt ein Maler noch, dann kommt noch jemand fürs Bad, der irgendwas dann neu macht. Und ja, deswegen ist alles gerade so ein bisschen hektisch. Revi fliegt auch noch, ich glaube Revi fährt die Woche auch noch irgendwo weg, für mehrere Tage. Deswegen ist das alles so stressig. Aber wie gesagt, Simon ist schon ausgezogen. Ihr habt natürlich auch schon Vlogs aus seiner neuen Wohnung gesehen. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass Revi und ich quasi die Sachen tauschen. Und deswegen muss einer schon mal anfangen, die Sachen hier reinzustellen. Und ich muss dann, ach, wie man es gerade macht. Also es ist auf jeden Fall, es ist nicht so einfach. Weil vor allem möchte man ja auch nicht hier in dieser Wohnung sein, wenn hier alles gestrichen wird. Weil diese Dämpfe und, boah, das ist voll unangenehm, finde ich. Und dann möchte man natürlich auch nicht hier drin bleiben. Also von daher wird es die Woche losgehen und das heißt, nächste Woche wird dann schon hoffentlich der erste Vlog aus der neuen Wohnung kommen. Ach, die Wohnung kennt ihr natürlich, aber eine kleine Roomtour, was sich so verändert hat und wie es sich verändert hat. Ne, Tyson? Tyson sitzt im Rücken zu mir und denkt sich auch, was labert er. Leute, das war nur so ein kleines Video als Information für euch. Also es geht langsam los. Ich würde euch gerne zeigen, wie es im Wohnzimmer aussieht, aber mein Legra ist ja leer, denn da ist alles, ja, sieht es halt aus, als wenn du gerade in eine neue Wohnung kommst, weil da ist alles leer, da ist gar nichts mehr. Im Schlafzimmer hier, wo Simon geschlafen hat, ist auch komplett leer. Also man kommt sich hier abends schon vor wie in so einer Geisterwohnung, weil alles so leer ist. Gestern Abend habe ich sogar noch mit Simon telefoniert und ihm dann gesagt, ey, yo, was geht? Bist du schon in der neuen Wohnung? Ja, ja, blei, blei, blei. Und ja, es ist halt ungewohnt, so alleine zu pennen. Also, weil Simon hat man abends immer gehört. Und ja, ist schon ungewohnt jetzt. Aber wie gesagt, es geht weiter. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Vlog so ein bisschen erzählen, was wir in der nächsten Zeit zu tun haben und was so ansteht. Ich werde natürlich die Legra jetzt auch die Tage aufladen und natürlich auch ein Video darüber machen, wie es in den anderen Räumen so aussieht. Konnte ich heute nicht. War mein Fehler, weil ich denke, ist das Kabel mit gegeben habe oder nicht aufgepasst habe, dass das Kabel weg war. Aber Leute, ganz ehrlich, das wird alles noch kommen und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Damit würde ich sagen, das war's von dem kleinen, aber feinen Vlog. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, schon die nächsten beiden Tage wieder. Natürlich, Let's Plays werden kommen, aber ein Vlog von der Wohnung und dann natürlich drüben von Palle und Revis Wohnung. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschaußen.